with the embellishments. What really happened? Okay. No, actually, that's exactly how it was. Yeah, I was trying to kill him. Oh. Okay. Continue. Hey! Don't try to do this! He's just stalling. This is a waste of time. Ja, lass uns das Geld aufteilen. 60-40, ja. 60-40. Wait, we can find the money! What? There's a tracker in the case. Mhm. Reese can follow it. Let him back in, Sasha. Tada! Come on, Reese. This is serious. Hey, we don't have all day. Danke, Vaughn. Thanks, Vaughn. Even if you get that case of money back, you won't be able to open it. It has a top-of-the-line biometric lock. It's impossible to open without me and my passcodes. Get the case into my hands and I can open it. Hey, you say so. But getting the case is the hard part. All right, Hyperion. Prove it. Find the money. Kein Problem. No problem, Oh, call the vet. Yeah, Vaughn. I know. You want to call more Hyperion after us? Calm down, Sasha. Let's see what they can do. Thank you. And then kill them if they betray us. Oh, super. Reese, what the hell is going on down there? You're supposed to do the deal, then come right back. People are looking for you now. Ja, kleines Problem. Just hit a minor setback in the plan. A minor setback? That's not what it looks like from up here. Yep. Vasquez was already pissed enough about the car. That was before he got the call from this August guy. You two have been blacklisted up here, and it's only gonna get worse the more Vasquez keeps yelling. Unbelievable! Can't you do anything? Not without implicating all three of us. I already have security asking me everything I know. Kannst du das Money tracken? You need to get back to Helios once you clean up this mess. You do know how to clean up this mess, right? Can't you just get on the network and track the money? You lost the money, too? Mm. It's like I said, Reese. My login ID is being monitored up here. Look, I'm doing my best up here to keep any extra heat off you, but you have to find somebody else. Uh-oh. There's only so much I can do. I shouldn't be talking to you this long. They'll trace the signal. Danke. Pass bloß auf dich auf. All right, and hey, be careful up there, Yvette. I will. Please try not to get yourselves killed. Wir versuchen's gerade. We're supposed to get an ID from another employee. We're not allowed to talk to other employees. So, you've got nothing. Out you go. Hang on. Nein. Can't you, I don't know, install someone else's credentials? I think we're the only two Hyperion guys left on the planet. Haben wir nicht die Drive gefunden? I still have Nakayama's ID. Stimmt. Creepy Black Ops projects like that have to be higher security clearance than us. Look, just give up the act, Hyperion. You're just trying to stall us and we're not buying it. What? No, with this, I'm gonna be able to take us straight to the money. Definitiv. Tada! Super. Schaut zu und lernt. You can keep wandering around the desert. Bestimmt geschockt werden. Plonk! Das war so klar. Autsch. Disappointed in you. Uh-oh. Did you think you could follow in my footsteps? Nakayama. You are nothing more than another pitiful little code monkey. All swagger, no substance. Uh-oh. Das hat ein bisschen wehgetan. Yes, Vaughn got the tracker working. Sehr schön. Und sie sind auch lange nicht mehr hier. Vaughn? Okay. Where'd everybody go? Na super. Moxie Poster. Nice to meet you, Miss Moxie. Not too shabby in that crazy Pandora kind of way. Richtig. Ein Bumper Sticker. Hollowpoint Radio, keine Ahnung, was die Frequenz ist oder wer der Host ist. Auf jeden Fall ist es Anti-Hyperion Propaganda vielleicht. Dionysos Reiseposter. Ja.
Visit beautiful Dionysus. Okay. Vielleicht für Teil 3 oder sowas. Ein Familienfoto? Ach, guck mal, da sind die drei drauf. Wahrscheinlich 15 Jahre her. Es würde nicht so schlecht verfallen sein, wenn es mit Hyperium-Material aufgezeichnet wurde. Da haben wir einen Mantel. 72% Rackleder, 22% Malivan, Plastil und 6% Duct Tape. Meh, es sieht nicht so wirklich schön aus, aber da könnte man mehr nachlesen. Und dann haben wir einen Dressing Screen. Okay. Oh, ist das blöd. Da steht, weil das Schild heißt. Shield. Hat es eine Kapazität? Eine Nachladerate und Nachladeverzögerung. Es ist so blöd. Es ist. Oh, ich liebe Borderlands. Super Humor. Oh Mann. Ja, wir können es auch mal so ansehen. Ja, mindestens 15 Jahre. Können wir uns mal hier die Waffenkiste angucken? Who knows what kind of skeletons that old man's keeping in here? Wahrscheinlich nur Zeugs. Will er das wirklich nicht öffnen? Können wir hier hintergehen? Nee. Okay. Dann jetzt hier noch ein paar Fun. Cast iron steel. Impressive. For con artists. Okay. Tür und sonst nichts. Dann wollen wir mal gucken, wo wir gerade sind. Was war das? Oh, praktisch. Vaughn. Vaughn, 27, hat eine ID. Und ich höre da was. Irgendwie müsste da ein Dome sein, wo Leute rumfahren irgendwie. Er ist ein Accountant. Bla. Sein Lieblingsbuch ist Mind the Gap. Generally accepted accounting principles and you. Okay. Aktuell geht es ihm nicht so gut. Fiona? 29. Kommt aus Hollow Point. Keine richtige Berufung. Dann haben wir. Na, komm. Sascha? 24. Kommt auch aus Hollow Point. Und Felix? Ja, keine Ahnung, wie alt er ist, wo er herkommt. Und er ist wahrscheinlich ein aufrechter Bürger. Allerdings scheint das bearbeitet worden zu sein. Ja, irgendwer hat das gehackt. Ich nehme mal an, er selbst. Jedenfalls gucken wir, was uns hier erwartet. Wie gesagt, ich glaube, dass da eine ganze Menge Leute rumfahren im Kreis. Action geht hier los. Ja, da unten fahren sie doch. Ich sehe sie doch schon. Nichts Ungewöhnliches. What happened? We got tired of looking and learning, so we decided to wander around the desert. Now we looked and learned that you drool all over the floor while you're unconscious. I tracked the money while you were out. Quiet. This place is crawling with bandits. Super. Das hätte funktionieren können. You totally whacked your head. Right after you plugged in. It made this gross sound. Habt ihr doch gesagt, ich konnte das Geld finden. See? I told you I'd find the money. I don't remember you telling me that. And I was the one who had to figure out that rust bucket's navigation systems. You know, some of that stuff is even older than Atlas Tech. Hui. Naja. Und jetzt? So, the case is in there. Somewhere. Wow, what is that place? Looks like some kind of abandoned Atlas warehouse. Doesn't look abandoned to me. Looks more like every bandit on this side of the planet has shown up. Yeah. How about it, Mr. Roboto? Do you see any way to get inside? Mr. Roboto. Reese, if that's Atlas Tech, you should be able to scan it. Mhm. Gut, wir haben hier hinten einen Kran. Hier haben wir einen Technical Wagen. Vier Sitze. Ist relativ robust und tödlich. Allerdings nicht sehr agil, ja, das kennen wir ja schon aus Borderlands 2. Hat eine Machine Gun und ein, ja, da können wir auch was anderes draufpacken.
Hier weiter rüber können wir. Können wir auch noch gucken. Ja, da ist übrigens der Volltreffer. Oh, verdammt. Ich hätte mich wohl doch lieber links umsehen müssen. Und das dürfte Zero sein. Warum können wir den eigentlich nicht scannen? Ist das Vault Hunter? Oh, perfekt. As soon as a Vault Hunter finds a case with millions of dollars in it, it's as good as gone. You know how they are. Worse than bandits. Ja. Can't we just go in the same way the Vault Hunter did? We're not Vault Hunters, Sasha. Settle down. I got this. Schön weiter scannen. Jetzt guckt er bestimmt nach rechts. Ja, schade, dann konnte ich die Kran, habe ich den Kran nicht angeguckt. Something wrong? No, it's fine. Das sah gerade nicht so gut aus. Okay, wir können uns doch noch den Kran angucken. Ein Kran. Ein Minenkran von Atlas. Er hat keine erweiterte Garantie mehr. Und ein paar Banditen. Okay, überhaupt keine Hygiene, sind aber sehr, sehr gut bewaffnet. Das Übliche. Okay, dann wollen wir uns das mal angucken, was wir uns angucken sollen. Eine elektronische Zugangsklappe. Aber nur zwei. Okay, so you found a way in. Genau. Now remember to get in and out of there quickly. We've already taken too many risks today. You're not coming along? Somebody needs to stay and protect the getaway car. I'll be waiting for your signal. Okay. Also es ist wirklich so ein zweigeteiltes Teil. Anfield, Spiel. Sasha, be prepared. Don't trust anyone. Mhm. Außer dem jeweils anderen, nehme ich an. We've got a way in, but how are we gonna get down there? Have you forgotten about the bandit parade going by? Oh, wir gehen zu viert rein? That's the easy part. Warum denn das? First, we find a crappy hiding spot. Okay. Okay, das denkt er sich jetzt nur. Klunk. Fiona and Sasha find cover in order to sneak closer. Na klar. Oh Mann, so ein... Oh Mann, ist das blöd. Wink, wink. Then we borrow a gun from one of the guards, making sure that. Sie ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Jupp, beide. Cool. Er hat eine gute Vorstellungskraft. Which leads us to the briefcase. We take a moment to celebrate our swift and easy. Ist das ein Idiot? Ich liebe ihn jetzt schon. Everyone got that? Und sie sind schon unten. Guys? Yep. Er ist so nutzlos. Damn it. Found another way down. After you. Yay. Kommt schon, hört auf, mich immer zurückzulassen. I'm getting kind of tired of getting left behind. So, you know, stop. Müssen uns ja nicht immer gleich verhalten. Oh, super. Was soll das jetzt? Fiona! Ow! What the hell are you doing? I got this. Okay, just give me a second. Oh, praktisch. Fiona! Fiona! Open up, please! Ganz entspannt, Sasha. Would you chill out? Und? You were hoping this would happen. You wanted to separate us so you could pick us off. Hyperions. Das war eigentlich nicht mein Plan. I trusted someone from Hyperion. We should never have let you come with us. Lass uns aufs Geld konzentrieren. Gotta focus on getting the money back. Of course. The money. That's all that matters to you, Suits. It was money we brought to you. Remember? Fake vault keys. You just tried to steal our van. See? You're just lashing out now. Shut up. Walk in front of me. Super.